Weltcup. Der führende Dritter, Noriaki Kasai, der Sieger von gestern. Kann er heute noch einmal aufs Stockerl springen? Und wenn ja, wohin? Also den hat er jetzt aber erwischt wieder. Die Tragflächen wieder aus und es geht weit hinunter. Bleib stehen. Gibt's denn das? Ja, gibt's denn das? Ja, aber den... Wow. Schau dir diesen Mann an. Wie er lacht, landet, bleibt stehen. Über 200. Das wir haben gibt's 200. Ja nicht. 201 Meter, der erste 200er heute im Wettbewerb gehört ihm, dem großen Noriaki Kasai. Und jetzt hat er seine ganze Energie, was er noch hat, reingelegt am Abgrund. Schau, so entschlossen jetzt. Bam, volle. Und das ist ja wieder die Arme schon da am Hintern. Da macht er sich Schmalder aus über dem Vorbau. Und jetzt dann, was über die Kanten ist, dann gehen vorne die Arme aus. Schau da die Tragfläche. Ich finde das ja faszinierend. Weißt du, was ich faszinierend finde? Wie schnell der regenerieren kann. Im Probesprung noch verhaut, im ersten Durchgang ja schon ganz gut und im zweiten sensationell. Ein Wahnsinn. Ja, und das eben, nach den Siegesfeierlichkeiten von gestern. Also das spricht von Form, von Selbstvertrauen und wenn es körperlich ist, nicht ganz gesund auch, aber da merkst du einfach, was das Selbstvertrauen, die Sicherheit macht. Obwohl er den Wackler gehabt hat bei der Landung, sehr gute Noten, aber er sei es vergönnt. Gut. Besser.